Mach doch mal beim Sex gar nichts. Lieg einfach nur still da und beweg dich nicht. Den Seestern nennt man das. Wenn du, nachdem du den Titel von diesem Video gelesen hast, gedacht hast, dass ich dir heute den Freibrief für bewegungslosen Sex gebe, muss ich dich leider enttäuschen. Denn so ist es auch wieder nicht. Wenn ich sage, dass du weniger beim Sex tun musst, damit deine Frau schneller kommt, paradox, oder? Heißt das nicht, dass du dich komplett zurücklehnen kannst. Dieses Video wird dir trotzdem die Augen öffnen, da bin ich mir ganz sicher. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere bitte meinen Kanal und lass mir ein Like da. Das hilft mir, noch viele spannende Videos für dich zu produzieren. Also zurück zum Thema. Ist dein Sex anstrengend? Fühlt es sich fast schon wie Arbeit an, wenn du nach dem Sex atemlos neben ihr liegst und Pausen brauchst, um wieder zur Puste zu kommen? Hast du Stress beim Sex, wenn du ganz ehrlich bist? Für viele Männer bedeutet Sex harte Arbeit. Klingt komisch, oder? Und das aber im wahresten Sinn, denn hart sein und bleiben muss dein Penis ja auch noch. Einige Teilnehmer meiner Best Lover Academy beschreiben ihren Sex als riesengroßen Aufwand. Sie stellen sich darauf ein, dass es oft mühsam ist, weiterzumachen. Die Hand krampft, der Hals wird steif und die Oberschenkel und Po-Muskeln brennen. Und warum das Ganze? Das Ziel dabei ist fast immer das Gleiche. Die Frau soll doch bitte unbedingt kommen und am besten noch einmal und noch einmal, sonst war es schlecht. Die Frau will hart genommen werden. Die Frau will dies, die Frau will das. So denke ich, dass die Frau es will und so weiter. Uff. Und dann denkst du, wenn du ehrlich bist, warum dauert das bei Frauen immer so lange? Und sie fragen dann mich, Bea, bitte verrate mir, wie ich es schneller hinkriege. Von dem Druck zu performen möchte ich heute gar nichts mehr sagen, denn darüber habe ich schon unzählige Videos gemacht. Dort spreche ich davon, dass es verständlicherweise Druck macht, wenn die Frau lange braucht und man selbst schnell kommt, zum Beispiel, oder Probleme damit hat, die Erektion aufrechtzuerhalten. Schau dafür gern in die Playlist zu den einzelnen Themen vorbei. Heute klammern wir all das aus. Heute geht es nur darum, was du machen kannst, aktiv machen kannst, damit sie schneller kommt, oder eigentlich, was du aktiv sein lassen kannst, damit sie schneller kommt. Bevor du weiterschaust, mach doch mal eine Bestandsaufnahme deiner sexuellen Fertigkeiten. Ich habe dafür einen Test erstellt, bei dem du in aller Kürze herausfinden kannst, wie gut du im Bett bist. Der Test ist durchaus auch lustig, basiert aber auf wissenschaftlichen Erkenntnissen meiner jahrelangen Ausbildungen und Erfahrungen im Coaching von Männern, Paaren und Frauen. Der Test ist unten in der Beschreibung verlinkt. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Das Wichtigste zuerst. Die Erregung einer Frau funktioniert meist anders als deine. Viel zu viele Männer schließen von sich auf die Frau und wundern sich dann, warum sie nicht schon längst gekommen ist. Pornos sind übrigens an die männlichen Erwartungen angepasst. Ich glaube, das weißt du, oder? Dort verhalten sich Frauen so, als wäre ihre Erregung wie deine. Und deswegen ist ja auch die Realität dann so anders. In Wahrheit beschreitet die Erregungskurve einer Frau eine viel langsamere, sich stetig aufbauende Entwicklung, die dann am Plateau ein bisschen abflacht, bevor sie dann den Höhepunkt erreicht. Bei den meisten Männern, die meine Videos schauen und die bei uns in die Academy kommen, sieht die Erregungskurve ganz anders aus. Da wird mit viel Druck und Tempo schnell eine hohe Erregung erzeugt und dann entweder in einem zu frühen Orgasmus freigesetzt oder auf einem hohen Level gehalten. Und an dieser Stelle hoffen die Männer dann, dass die Frau nachzieht, dass sie kommt, damit sie selbst loslassen können. Mein Rat dafür lautet, komm runter, du machst zu viel. Du gibst zu viel Gas, erzeugst zu viel Druck, sowohl körperlich als auch mental. Für dich, aber auch für sie. Bei gutem Sex, da kannst du dich fallen lassen und bewegst dich in deiner Lust ganz natürlich. Ja, selbstverständlich sollst du dich weiterhin bewegen, denn Seestern mag ja niemand im Bett, weder Mann noch Frau. Aber du wirst Bewegungen nicht so als anstrengend empfinden, wenn du in deiner vollen Lust bist. Wenn du voll in der Begegnung bist,
dann ist es plötzlich nicht mehr anstrengend. Der Weg ist das Ziel und den wirst du dann genießen. Mach Pausen, halte inne, schau sie an, atme, atme tief, mach deine Bewegungen bewusst und präsent. Das kann mal langsamer und mal schneller sein, also variiere den Rhythmus. Du siehst, das ist das Gegenteil von diesem Presslufthammer-Sex, bei dem dir nach einiger Zeit nicht nur die Luft ausgeht, sondern auch die Lust. Und weißt du, was das Beste daran ist? Wenn du so in deiner authentischen Lust bist und dich in echter Erregung bewegst, die Frau wird verrückt werden. Die meisten Frauen zumindest genießen diese Art der präsenten Bewegungen beim Sex. Statt nur schnell und hart werdet ihr euch in weichen Bewegungen erkunden, fließend, Körper an Körper und ineinander aufgehen. Und jetzt ganz nüchtern. Das sind dann genau die Bewegungen, die eure Erregungskurven aneinander anpassen werden. Und ist das der Fall, musst du nicht länger in hoher Erregung ausharren, bis sie endlich nachzieht. Stattdessen wird sich deine Erregung mit ihrer Erregung gemeinsam steigern, langsam und ekstatisch. Sie kommt mehr in ihre Lust und dir fällt die Dauer nicht länger auf, weil auch du mehr Erfüllung findest. Und der beste Sex ist für dich weniger anstrengend, weil du nicht länger auf grobe, harte Bewegungen angewiesen bist, um in Erregung zu kommen. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann mach als erstes den Test, wie gut bist du im Bett. Und dann kennst du deinen aktuellen Stand und kannst dann die nächsten Schritte einleiten. Also, viel Spaß und mach doch einfach mal langsam.